Also mein Name ist Peter Strohbrink, komme aus Bocholt, gebürtiger Bocholt, in Bocholt aufgewachsen. Und ja, ich bin Strohbrink, das Stroh von Stobel. Ja, und ich bin Jan Belting, Bell von Stobel. Und genau, ich komme auch aus Bocholt, arbeite jetzt als Ingenieur. Und genau, zusammen haben wir uns die Idee überlegt, ein Bocholter Bier zu brauen. Also ich bin vor 5 Jahren mal drauf gekommen, weil ich in Passau gewohnt habe und da gibt es halt 3, 4 verschiedene Hausbrauereien und jeder Passau hat so sein eigenes Bier, was er bevorzugt. Und ja, ich habe irgendwie gemerkt, dass es eine ganz coole Sache ist, wenn man eigentlich ein eigenes Bier aus seiner Stadt hat, wo man dann auch sagen kann, das ist mein Bier und das trinke ich und das macht meine Heimat, meine Stadt aus. Dadurch bin ich mal auf die Idee gekommen, habe da langsam mal leise drüber nachgedacht. Ja, und wir waren immer befreundet. Ich habe ein bisschen in der Küche schon mal probiert, auch mit natürlich deutlich kleineren Mengen so ein bisschen Delaware zu brauen. Und das hat dann ganz gut zusammengepasst, dass wir uns irgendwann entschlossen haben. Oder eigentlich haben wir lange überlegt erstmal mit der Idee, die geisterte immer so in den Hinterköpfen rum. Und jetzt dieses Jahr haben wir irgendwann dann gesagt, so jetzt ziehen wir durch. Und wir haben eine Stube genannt, weil wir natürlich auch irgendwie dem Bier einen Namen geben wollten. Und nur Bocholter ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ja. Und wir haben im Hintergrund ja auch extra noch einen Buchenzweig genommen, wie es auch noch an Buchholz im plattdeutschen Begriff angelehnt ist. Ja, also wir haben zu Beginn erstmal mit der Niederrheinischen Braumanufaktur in Hamminkeln einen Braukurs gemacht. Da haben wir 10 verschiedene Sude angesetzt und ja, abgefüllt. Und dann haben wir im Nachgang die alle probiert, haben dann für uns den besten Sud eigentlich ja, entschieden, was für uns, was wir denken, was am besten schmeckt, was auch ankommen würde. Und sind mit dem Rezept dann zu verschiedenen Brauereien gegangen, haben gefragt, ob die sich das vorstellen könnten, für uns zu brauen und abzufüllen. Wir haben jetzt beim ersten Mal, also wir haben jetzt insgesamt haben wir bisher 2 Abfüllungen machen lassen. In der ersten waren es 15 Hektoliter, also 1500 Liter. Und jetzt nochmal 85. Das entspricht ungefähr 1150 Kisten. Ja, wir sind in verschiedenen Einzelhandel und in der Gastro, die jetzt leider gerade geschlossen hat. Ja, und bis jetzt sind relativ viele auf uns zugekommen. Wir haben auch 1, 2 Einzelhändler angesprochen und dann liefern wir das Bier aus und die Leute stellen es in den Laden und verkaufen es oder verkaufen es auch nicht. Aber gerade läuft es ganz gut. Wir haben von den letzten 1000 Kisten noch ungefähr 160 über und sind ganz guter Dinge, dass bis zur nächsten Lieferung alles weg ist. Wir haben den draußen, schmeckt süffig und genauso schmeckt es auch. Also die ersten Feedbacks der Kunden waren eigentlich, es ist sehr würzig und süffig. Ja, und genauso schmeckt es auch. Also wir haben extra einen Hopfen genommen, der vom Geschmack, den man noch gut rausschmecken kann, damit sie es auch ein bisschen von den klassischen Industriebieren abhebt. Ja, und am besten immer kalt trinken, damit es auch noch besser schmeckt. Okay.